Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Energieausweis. Irgendjemand hatte das gefragt. Ja, also ich beantworte es mal anders. Ich beantworte es aus Sicht der Bank. Aus Sicht der Bank interessiert das keine Sau. Das ist denen vollkommen egal. Ich habe noch nicht einen Banker gehabt, der gesagt hat, ich will einen Energieausweis verkaufen. Aber brauchst du jetzt Pflicht zur Vorlage beim Verkauf? Ja. Ja. Gibt viele Pflichten und Gesetze. Und wenn Sie sich in Deutschland an alle Gesetze halten würden, dann müssten Sie sich einschmeißen lassen und dürfen nur noch zu Hause sitzen. Also, ich habe noch nicht einen einzigen Banker erlebt, der gesagt hat, ich will das Ding sehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn den Leuten das Objekt gefällt oder eine Eigentumswohnung das ist, dann wollen die die haben, egal was für ein Energieausweis da ist. Ja? Das ist, weiß ich nicht, klar, wieder das gleiche Beispiel, wenn Sie zwei Objekte haben und das eine ist nun toll eingepackt und super isoliert, dann würde ich das nehmen. Aber wenn das andere Objekt Ihnen besser gefällt, dann entscheiden Sie danach. Aber ich habe noch nie jemanden jetzt erlebt, der nur nach irgendeinem Energieausweis. Das ist letztendlich sowieso wieder ein Zettel. Und da lassen sich schon wieder so viele Sachen manipulieren. Es ist ein Anhaltspunkt. Anhaltspunkt, ja. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!